Ja, YouTube. Heute mal wieder ein neues Video von uns. In dem Fall, ihr seht schon, BMW E36 Kompakt. Ja, jetzt ziehen wir schon mal die brutale Maske aus, weil sonst hört ihr uns nicht richtig. Ja, ich sagte es gerade schon, BMW E36, in dem Fall Kompakt. Ist ein Fahrzeug, hat viele von euch lange begleitet euch heutzutage immer noch. Ist begehrt als Track-Tool oder als Cabrio 25i, 28i. Ja. Hat natürlich wie jedes Auto seine Vor-, seine Nachteile, seine WWchen und. Und da habe ich einfach gedacht, komm, wir machen jetzt mal so eine kleine Videoreihe und gehen einfach mal drauf ein. Ja, wir haben verschiedene Motorisierungen. Bei den Benzinern ist der kleinste Motor 316i. Und die größte Motorisierung in dem Fall der M3, 321 PS, 3,2 Liter 6-Zylinder Soap-Motor. Und da wollen wir einfach mal ein bisschen differenzieren, was empfiehlt sich wann, was gibt denn das für Probleme, was hat der Motor für Probleme, gibt es Probleme bei den Motoren, wenn ja, welche Motoren haben Probleme, wie ist es mit dem Thema Karosserie, großes Thema, wie jeder weiß, Thema Rost, da gehen wir einfach mal ein paar Stellen durch, wo man weiß, dass es bei diesem Fahrzeug bekannt ist. Thema Lagerung, Vorderachse etc. Das sind alles so Kleinigkeiten, wo man einfach weiß, die haben bei diesem Auto Probleme. Und da wollen wir euch einfach mal ein paar kleine Videos dazu machen. Ja? Da würde ich sagen, schnacken wir gar nicht lang rum. Das ist jetzt erstmal so ein kleiner Vorgeschmack, worum es in den nächsten Videos geht. Und jetzt in den nächsten paar Tagen, paar Wochen folgen einfach noch ein paar weitere Videos von diesem Fahrzeug. Bei den Videos wünsche ich euch viel Spaß. Wenn es euch gefällt, lasst bitte ein Like da, abonniert uns, schaut unseren Kanal an. Würde mich freuen. Jetzt würde ich sagen, machen wir gar nicht lang rum. Wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank und einen schönen Abend.